2023 in Paris. Freedom! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Münsteraner und Münsteranerinnen, liebe Menschen, liebe internationale Solidarität, wir sind Teil der iranischen Bevölkerung hier in Münster und wir sind immer Samstag normalerweise hier auf der Stubengasse, aber heute hat der Malteser mit uns sozusagen geteilt, deswegen stehen wir auf dieser Seite. Also wie gesagt, wir sind Teil der iranischen Iraner, Iranerinnen hier in Münster und die Bilder, die Sie sehen, die sind Bilder von den jungen Menschen, die im Iran auf der offenen Straße geschossen worden sind oder in offener Straße gehängt worden sind. Das iranische Regime hat keine Gnade für anderes Denkende. Das iranische Regime ist ein religiös-faschistisches Regime und herrscht im Iran seit 44 Jahren und hatte Iran und Iraner, Iranerinnen in Gefangenschaft genommen. Seit September letztes Jahres bis jetzt sind über 20.000 Menschen festgenommen worden, weil sie Andersdenkende sind und in Gefängnisse sitzen. Es gibt zurzeit eine Kettenhinrichtung im Iran. Das iranische Regime führt diese Kettenhinrichtungen, um Angst zu machen, damit die Menschen nicht mehr demonstrieren, damit die Menschen im Iran nicht vor ihrer Freiheit etwas sagen können. Diese Kettenhinrichtungen hatte auch nichtsdestotrotz nicht viel gebracht. Die Kettenhinrichtungen sind seit jetzt Anfang dieses Jahres bis jetzt die oberste Zahl der Hinrichtungen in der Welt. Iran richtet die Menschen einfach hin aus vielen verschiedenen Gründen, Andersdenkende und so weiter. Wir Iraner und Iranerinnen und auch die Menschen, die hier uns immer unterstützen, sind gegen Hinrichtungen jeder Art und Weise, die irgendwo in der Welt, besonders im Iran, durchgeführt wird. Ich habe hier einen Bericht von Hengav, das ist von Donnerstag, 1. Juni 2023. Das ist im letzten Monat, wurden in den iranischen Gefängnissen mindestens 142 Gefangene hingerichtet worden. Also Durchschnitt wurde alle zwei Tage 9 Gefangene hingerichtet. Also jede zwei Tage 9 Menschen werden im Iran in iranische Gefängnisse durch das islamische Regime hingerichtet. Was die höchste Zahl an der Hinrichtungen in einem Monat in den letzten Jahren darstellt. Diese basierenden Hinrichtungen, also diese Hinrichtungen, wie gesagt, sind aus verschiedenen Gründen und wir sind gegen jede Art von Hinrichtungen. Man soll mal sagen, dass das iranische Regime nicht auf dem Alter achtet und nicht an dem Geschlecht, Mann, Frau oder auch andere Geschlechter. Sie werden nur hingerichtet, weil sie nur Andersdenkende sind. Das iranische Regime ist ein faschistisches, religiöses Regime und das Problem für uns ist, dass das immer noch
obwohl der Europa davon weiß, obwohl es ständig berichtet werden, dass im Iran auf offener Straße die Menschen hingerichtet oder erschossen werden. Nichtsdestotrotz, Europa macht mit Iran große Geschäfte. Über Milliarden Euro macht EU mit Iran Geschäfte. Und aus diesem Grund macht Europa mit Iran keinen Schluss. Und die machen noch weiter mit iranischen Regime Geschäfte. Wir waren letzte Woche in einem Landtags, dem Parteitag von den Grünen, und wir haben sie mindestens gebeten, gefordert, dass sie mindestens in Nordrhein-Westfalen, es gibt so viele Firmen, die mit iranischem Regime Geschäfte machen, die sollen mindestens jetzt aufhören, mit Iran Geschäfte zu machen. Besonders im IT-Bereich, das heißt, dass die Menschen im Iran sogar kein Internet kriegen können, weil man hier in Deutschland dem iranischen Regime hilft, dass die Menschen im Iran kein Internet kriegen können. Ja, das ist jetzt die kleine Berichte, aber jetzt kommen die Kolleginnen und Kollegen und berichten nochmal über die Lage im Iran.